Achtung! Alle hier gezeigten Hinweise und Tipps sind eigene Erfahrungswerte und dienen als Unterstützung. Die Reparatur erfolgt auf eigenes Risiko. Alle von uns im Video genutzten Werkzeuge und Tools findest du in unserem Webshop stellatech.com. Folge hierzu einfach den Links in der Videobeschreibung. Da der Akkudeckel sehr stark verklebt ist und eine erhöhte Gefahr besteht, dass dieser beim Öffnen des Geräts beschädigt wird, kann diese Reparatur nur für Personen mit fortgeschrittenen Erfahrungen in der Smartphone-Reparatur empfohlen werden. Schreib uns auch gerne in die Kommentare, wie schwierig du die Reparatur empfunden hast. Den Akkudeckel entfernen. Das Gerät ausschalten. Den Akkudeckel am Rand entlang mit dem Heißluftföhn erwärmen. Alternativ geht es auch mit einem herkömmlichen Haartrockner. Den Saugnapf mittig auf dem Akkudeckel fixieren. Das ISSAMO zwischen Akkudeckel und Displayrahmen schieben, während der Akkudeckel gleichzeitig durch Ziehen am Saugnapf leicht angehoben wird. Wenn es gelungen ist, das Tool zu platzieren, kann an dieser Stelle ein Plektrum oder alternativ eine Spielkarte als Platzhalter eingesetzt und das ISSAMO-Tool entfernt werden. Ein zweites Plektrum einmal rundherum zwischen Akkudeckel und Displayrahmen ziehen, um den Kleber vollständig zu lösen. Bei Bedarf zwischendurch immer wieder erwärmen und langsam vorarbeiten. Wenn der Kleber weitestgehend gelöst ist, kann auch ein Spatel hilfreich sein, um den Akkudeckel final abzulösen. Den Akkudeckel nicht sofort ruckartig entnehmen, sondern äußerst vorsichtig anheben, da noch eine Verbindung über den Anschluss des Fingerabdrucksensors vorhanden ist. Diese muss entweder vorsichtig mit Hilfe des Spatels auf der Hauptplatine gelöst werden, oder sie löst sich, wie in unserem Fall, im Zuge des vorsichtigen Anhebens des Akkudeckels. Die Antennen entfernen. Den SIM-Kartentray entfernen. Zum Beispiel mit Hilfe einer Büroklammer. Insgesamt 14 Kreuzschrauben von den Antennen entfernen. Die NFC-Antenne leicht erwärmen und anschließend mit dem Plektrum lösen und entfernen. Das Antennenmodul ebenfalls mit Hilfe des Spatels herausheben und entnehmen. Den Akku entfernen. Zunächst den Akku-Konnektor mit Hilfe des Spatels lösen. Den Akku vorsichtig nach und nach heraushebeln. Probier am besten selbst aus, welches Tool du dazu nutzt. In unserem Fall waren wir erfolgreich damit, den Akku ein Stück weit mit dem ISSAMO-Tool anzuheben und anschließend mit Hilfe von Plektrum und Spatel herauszuhebeln. Nachdem der Akku entfernt wurde, müssen noch die Klebereste von der Display-Einheit restlos entfernt werden. Den Akku fixieren. Hinweis: Zum Fixieren des Akku wird optimalerweise die originale Klebefolie für den Akku des Galaxy S8 verwendet. Alternativ kann der Akku aber auch mit doppelseitigem Universalklebeband fixiert werden.
Die Schutzfolie von der Klebe entfernen. Die Klebefolie auf die Display-Einheit aufkleben. In die Aussparung für den Akku. Die Klebefolie festdrücken. Zunächst mit dem Finger und anschließend mit dem Spatel. Nun kann auch die Schutzfolie von der Rückseite der Klebe entfernt werden. Den Akku einsetzen und gleichzeitig den Akku-Konnektor als Anhaltspunkt zum Ausrichten des Akkus anschließen. Den Akku auflegen und mit einem Tuch festdrücken. Die Antennen einsetzen. Das Antennenmodul einsetzen und leicht andrücken, bis es vollständig eingerastet ist. Die Plastikabdeckung ebenfalls einsetzen und festdrücken. Die NFC-Antenne einsetzen und andrücken, bis sie eingerastet ist. Beide Antennen mit insgesamt 14 Kreuzschrauben befestigen. Das Gerät schließen. Hinweis: Wir empfehlen zum Verkleben des Akkudeckels die originale Klebefolie für das Galaxy S8 zu verwenden, da in unserem Fall die alte Klebe noch ausreichend haftet und wir keinen Wert darauf legen, dass das Gerät im Anschluss an die Reparatur wieder wasserdicht ist, haben wir auf die Klebefolie verzichtet und die alte wiederverwendet. Zunächst muss der Flex-Konnektor des Fingerabdrucksensors auf der Hauptplatine angeschlossen werden. Anschließend den Akkudeckel auf die Display-Einheit auflegen, ausrichten und einmal rundherum festdrücken. Abschließend noch einmal mit einem Tuch festdrücken. Den SIM-Karten-Tray einsetzen. Einen finalen Funktionstest durchführen. Wenn du wissen möchtest, wie man das Display beim Galaxy S8 selbst austauscht, dann schau dir auch dieses Video an. Samsung Galaxy S8 Display wechseln. Alle gezeigten Ersatzteile und Werkzeuge findest du in unserem Webshop stellatech.com/de.